In Techte bei Warendorf ist der Dressurausbilder Kevin Thomas zu Hause. Der ehemalige Mitarbeiter des Landgestüts Warendorf betreibt dort einen Dressurstall, in dem sich zurzeit auch drei Trakehner Hengste in Ausbildung befinden. Alle drei Hengste sind auch über Frischsamenversand im Einsatz und werden reiterlich von Kevin Thomas gefördert. Picasso ist für uns hier im Stall ein lebendes Kunstwerk. Neben seinem unheimlich aktiven und tragenden Hinterbein bringt er eigentlich alle Attribute eines guten Dressurpferdes mit. Er ist sehr intelligent, sehr gelehrig, ist für sein junges Alter ausbildungstechnisch auf dem absolut richtigen Weg und ich habe jeden Tag große Freude an ihm. Ja, und den Reigen eröffnet hier Sir Picasso, der Reservesieger der Körung, einer der letzten Söhne des Grand Prix-Helden Distelzar aus der Zucht und dem Besitzer des Ehepaares Vogel aus dem schweizerischen Ninderbipp. Ein Hengst, der auch mütterlicherseits höchst anspruchsvoll und dazu sehr wertvoll gezogen ist, denn seine Mutter hat sich in internationalen Einspänner-Fahr-Championaten siegreich gezeigt während ihrer sportlichen Karriere. Sie zählt dazu zu den ganz wenigen Töchtern des Pretty Dancer, der sich ja selbst im Dressursport bis auf das hohe Niveau sehr bewährt hat. Und dazu tritt ein mütterlicher Stamm, der unter reiterlichen und leistungsmäßigen Aspekten eine besondere Wertschätzung einnimmt. Das sind eben die ganzen Hengste wie Schöner, Perl und Schönfelder und Schönfeld und wie sie alle heißen, aus den Züchterhänden des unvergessenen Heinz Steinbrück in Gilde. Der besonders ausdrucksvolle und hinsichtlich seiner Manieren vorbildlich auftretende Sir Picasso war Reservesieger der Trakehner Körung 2017 in Neumünster und ist inzwischen auch anerkannt für das westfälische Pferdestammbuch. Er gehört zu den jüngsten Söhnen des Elitehengstes Distelzar, der im vergangenen Jahr von der züchterischen Bühne getreten ist und hinsichtlich Eigen- und Nachkommenleistung zu den besten Trakehner-Vererbern der vergangenen 20 Jahre gehört. Das bestätigen auch die neuen FN-Zuchtwerte unter Berücksichtigung der internationalen Erfolge seiner Nachkommen.